willkommen auf tuxoche.de. Ich wollte hier in einem kleinen Video euch einmal zeigen, wie in einem einfachen Beispiel die Maskierungsfunktionen sowohl in PTGUI als auch Yugin funktionieren. Ich habe hier einmal ein Pano bestehend aus 11 Aufnahmen im 16-Bit-TIFF-Format genommen. Ziehe die einfach mal nach PTGUI. Für solche Panoramen dieser Art findet PTGUI und auch Yugin im Regelfall genügend Kontrollpunkt in der Automatikfunktion. So, jetzt generiert er gleich die Kontrollpunkte und wird mir dann das fertige Panorama anzeigen, so wie hier. Allerdings, wie ich schon im Artikel geschrieben habe, taucht dann hier so ein kleines Problem auf mit sich bewegenden Objekten. Ich jetzt hier mal runterziehe, ich denke, man sieht es hier deutlich, das sich bewegende Boot ist auf insgesamt 3 Aufnahmen vorhanden. Schauen mal die Bildschirmlupe wieder aus. Das lässt sich aber relativ einfach korrigieren, indem wir zum Beispiel in PTGUI jetzt in den Maskierungsmodus gehen. Bild 4, hier sehen wir einen Teil und in Bild 5 das Boot vollständig. Wir nehmen jetzt in dem Fall einfach mal Bild 4 und maskieren die entsprechenden Stellen des Bootes aus, die im Panorama doppelt erscheinen. Man hat hier die Möglichkeit zu maskieren, welche Bildteile ausgeschlossen werden sollen, oder hier mit grün, welche Bildteile in jedem Fall in dem fertigen Panorama berücksichtigt werden sollen. Wir nehmen jetzt einfach mal die rote Markierung. Ja, die Pinselstärke reicht auch aus. Und markieren jetzt hier das Heck des Bootes entsprechend mit einer Maske. Wir haben uns das jetzt ein wenig vergrößert anzeigen lassen. So sehen wir den Teil, den wir hier ausmaskiert haben. Gehen wir wieder zurück und wenn wir uns dann im Kontrolleditor jetzt das Panorama anschauen, sehen wir hier, dass der merkwürdige Effekt komplett verschwunden ist. Das gleiche geht natürlich auch in Yugin. Brauchen dieses Projekt mal nicht zu speichern. Ich ziehe jetzt wieder die Bilder, in dem Falle nach Yugin. So. Wir lassen auch hier einmal ausrichten. Yugin ist an der Stelle leider etwas langsamer, das heißt, das Ausrichten der einzelnen Bilder und das Finden der Kontrollpunkte dauert im Gegensatz zu PTGUI etwas länger. So, Yugin hat genauso wie PTGUI die entsprechenden Kontrollpunkte hinzugefügt. Jetzt können wir uns hier einmal die einzelnen Bilder anschauen, welche Kontrollpunkte erzeugt wurden, und gehen jetzt einmal in die Maskierung. Wir nehmen uns hier genauso Bild 4, wird dann hier angezeigt. So, wir klicken jetzt hier neue Maske, gehen in das Bild herein und können jetzt hier zwar nicht mit einem Pinsel, aber über die verschiedenen Eckpunkte eines Polygons, beziehungsweise hier mache ich es in Form eines Trapez, die Maske oder die Fläche, die ausmaskiert werden soll, definieren. So, jetzt ist die Maske entsprechend definiert. Hier steht für diesen Bereich ausschließen. Das geht natürlich genauso für die Bereiche, die später im Panorama auf jeden Fall berücksichtigt werden soll. Wenn ich jetzt hier auch wieder in den Editor wechsle, in die Voransicht, sieht man auch hier, wir blenden mal das Gitter aus, so,
hier mal die Bildschirmlupe und sehen hier, dass auch hier trotz der Bewegung das Boot hier in dem Fall einwandfrei zusammengesetzt wurde. Ja, so viel zu dieser kleinen Demonstration. Ich hoffe, der Artikel hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tuxoche.